Ich bin Sebel und heute habe ich euch endlich wieder ein Modell mitgebracht, das ihr aus dem Set 7947 aus der Lego Kingdoms Serie von 2010 bauen könnt. Dieses Set kam damals mit 5 großartigen Figuren und knapp 400 Teilen, die zum Umbauen einladen. Aus 94% dieser Teile habe ich diese Drachenfestung im Sumpf gebaut. Ich wollte mit diesem Modell eine etwas realistischere Aufteilung erzielen und ein Gebäude, das man zuklappen kann, um so eine geschlossene Festung zu erhalten. Ins Innere der Burg gelangen die Ritter über diese Rampe und eine Zugbrücke, die über den Sumpf führt und manuell hochgezogen und herabgelassen werden kann. Der Torbogen des Eingangs erinnert etwas an die Flussfestung der Forestmen, nur dass natürlich die Wappen der Drachenritter den Eingang schmücken, sowie 2 Drachenstatuen. Um die Zugbrücke zu verteidigen, kann durch die Schießscharten dieses hölzernen Wehrgangs geschossen werden, der auch Hurde genannt wird. Neben den Schießscharten nach vorne befinden sich auch 2 Öffnungen an der Unterseite, durch die zum Beispiel Steine geworfen werden können. Feinde können von dem hohen Turm aus schon früh gesehen werden. Ganz oben haben die Drachenritter ihr Banner aufgestellt. Neben dem angedeuteten Wohngebäude auf der linken Seite gibt es auch einen schwenkbaren Kran mit Seilwinde. Mein Modell ist in 2 Teile aufgeteilt, die unterschiedlich kombiniert werden können. So zusammengesetzt bilden sie eine komplett geschlossene Burg. In den anderen Konfigurationen kommt man von hinten an die Innenseite heran. Im Innenbereich des ersten Teils führt eine Treppe in das erste Stockwerk des Turmes. Darunter bewacht die Ratte ihren Goldschatz und wir haben eine Feuerstelle für die Ritter. Die beiden obersten Ebenen des Turms sind über eine Leiter miteinander verbunden. Im zweiten Teil findet man unten einen Thron für den Anführer und den Aufbewahrungsort für seinen Schatz. Das Stockwerk darüber ist zwar sehr schmal, es findet aber immerhin eine Figur darin Platz. Von hier aus kann die Seilwinde des Kranes bedient werden. Unter dem Dach des Wehrgangs befindet sich eine Truhe, in der eine Armbrust zur Verteidigung aufbewahrt wird. Bei beiden Teilen der Festung habe ich sehr viel Wert auf Stabilität gelegt, sodass damit problemlos auch gespielt werden kann. Weniger robust sind die beiden Dächer und die Rampe, da ich hier bei der Befestigung sehr kreativ werden musste. Wenn euch diese Burg gefällt und ihr sie nachbauen wollt, findet ihr die Anleitung dazu auf rebrickable.com. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Da mir der Aufbau dieser Burg sehr gut gefällt, werde ich mit einem ähnlichen Modell am Bricklink Designer Programm teilnehmen. Sobald das Modell fertig ist, werde ich es euch hier auf dem Kanal zeigen. Als nächstes baue ich für euch die große Jubiläumsritterburg um, ihr dürft also gespannt sein. Bis dahin alles Gute, euer Sebel.